Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid heute zu unserem Sondertermin. An meiner Seite heute ist Silvana und Hallo. wir zeigen euch heute alles rund um das Thema elektrische Stanzfee, unsere ganz neue Präge- und Stanzmaschine, sogar für Papiere in der Größe für DIN A4. Und da haben wir wieder ganz viel für euch vorbereitet. Wir haben heute einen besonderen Termin, denn eigentlich wäre ja heute die Creativa Europas größte Bastelmesse. Leider fällt die ja wegen Corona aus, aber wir haben uns ganz viel für euch überlegt. Und zwar ganz besondere Aktionen, die von heute an bis Sonntag, bis zum 22.03. bei uns bei Ideen mit Herz gelten. Wir haben 10% auf unser gesamtes Sortiment. Mit dem Code Kreativer könnt ihr einfach bei uns im Shop alles einkaufen, was ihr wollt, und kriegt auf alles 10%. Und ihr könnt ihn sogar mehrfach verwenden, den Code. Und wir haben, Achtung, versandkostenfrei ab einem Bestellwert von 30 € in Deutschland und 50 € in Österreich. Wir haben tolle Osterangebote, die ihr jetzt bei uns auf der Startseite findet. Genau, guckt da auf jeden Fall mal. Also ganz, ganz tolle Osterideen. Und dann haben wir wieder Sets für euch zusammengestellt. Und zwar haben wir heute 6 Sets, alle rund um das Thema Stanzfee. Und die Sets könnt ihr nicht nur heute und morgen, sondern auch noch bis Sonntag bei uns bekommen. Und zwar ruft ihr uns einfach an unter der Nummer 0521 23 8180. Wir sind bis 18 Uhr für euch erreichbar. Oder ihr geht online unter www.ideenmitherz.de. Und natürlich haben wir wieder ein tolles Gewinnspiel für euch. Ihr müsst den Beitrag einfach nur teilen und dann werden wir am Ende der Show auslosen, wer gewonnen hat. Und heute gibt es einen ganz besonderen Gewinn, und zwar die Stanzmaschine in einem Wert von 159 Euro. Also seid dabei, drückt einfach auf Teilen und ihr könnt diese wunderbare Stanzfee gewinnen. Wir sind schon ganz gespannt, wer es sein wird. Am Ende der Show ziehen wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, schauen wir uns nochmal eure Bilder an. Ihr habt uns wieder tolle Bilder zugeschickt. Da freuen wir uns immer sehr. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Vielen Dank an Kar Hellberg für eine wunderschöne Osterdeko. Wir sehen hier ganz toll gestaltete Eier mit dem Marmoreffekt-Spray, mit unseren Blütenbüschen. Ich sehe da auch die Sticker ganz toll mit verbastelt. Und ich finde, das ist so eine richtig schöne, ja, so eine Stimmung, so eine Farbharmonie. Schön. Und Angelika hat uns ein ganz tolles Styroporei gezaubert mit unserer Blumenspindel als Podest und hat da das Marmorspray benutzt, hat so ein tolles Blumenarrangement. Da auf dem Blumenspindel ist ja nochmal so ein Farbverlauf mit unterschiedlichen Farben gespielt. Sieht sehr schön. Super schön. Vielen Dank auch an Jennifer für dieses schöne Ei. Wir haben hier ein Aufsteckei auch mit dem Marmoreffektspray gearbeitet und auch noch mit den Kristallen und Farbe. Also da wurde Jennifer ganz kreativ. Vielen Dank. Und sie hat uns auch einen Pullover geschickt. Wow, da Wow. wurde auch mit der Marmorfarbe gearbeitet, mit dem Marmorspray. Und sie hat eine ganz tolle Botschaft an uns, und zwar: Life is wonderful. Total schön. Smile, have fun. Don't let people bring you down and make the most of every day. Das passt doch im Moment, oder? Zu unserer Situation. Vielen Dank. Super schön. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns etwas zuschickt. Gerne auch weiterschicken an facebook@ideenmitherz.de. Und dann würden wir jetzt auch direkt starten, denn wir haben viel mit euch vor, 6 Sets, und zeigen euch gleich ganz ausführlich Schritt für Schritt, wie unsere Stanzfee funktioniert. Und unser erstes Set ist ein Set mit wunderschönen Stanzschablonen. Wir haben insgesamt 12 Stanzschablonen für euch. Dabei ist einmal unsere Zierdeckchenschablone. Die ist 14 mal 14 cm groß. Ja, genau. Und die kann man auch ganz toll die Seiten nach innen klappen, und dann hat man so einen kleinen Umschlag. Das sieht total schön aus. Dann haben wir unsere Pusteblume mit dabei. Auch die kann man in 3D arbeiten. Wir haben den Schmetterling. Auch noch einen kleinen Spruch, ganz filigran gearbeitet. Dann haben wir die Schriften zum Thema Dank. Die sind auch alle super schön und filigran. Und dann haben wir noch unsere Glückwünsche. Da ist auch einmal nur herzlichen Glückwunsch. Das kann man natürlich für sämtliche Anlässe super nehmen. Und auch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute zum Geburtstag. Hier seht ihr mal eine Karte, zum Beispiel mit der Pusteblume gestaltet. Super schön.
Und das Set hat die Artikelnummer 01187716 und das kostet für euch heute nur 20 Euro. Aber wir haben ja jetzt diesen 10% Rabatt auf alles, diese Aktion, bis Sonntag. Das heißt, ihr zahlt also für das Set nur 18 Euro. So, und dann haben wir für euch ganz tolle Dekokarton-Sets zusammengestellt. Bei dem ersten Set haben wir 40 Bogen Dekokarton und zwar mit unseren wunderschönen Farbverläufen. Die sind alle komplett selbstklebend. Wir haben einmal 20 Bogen aus unserer Serie mit den intensiven Farben. Also die sind richtig schön knallig. Ich blätter einfach einmal so durch, dass ihr die einmal sehen könnt. Auch hier, ne, so richtig toll die Regenbogenfarben. Sieht klasse aus. Und dann haben wir noch 20 Bogen in DIN A4 mit den pastelligen Farbverläufen. Und auch die sind komplett selbstklebend. Und das Set hat die Artikelnummer 011877 und die 17 und kostet bis Sonntag bei uns bei ideenmitherz.de nur 15,30 Euro. Und dann haben wir noch ein weiteres Set mit Karton für euch zusammengestellt. Und hier haben wir unseren selbstklebenden Spiegelkarton. Also der sieht auch so ganz elegant aus in verschiedenen Farben. Da haben wir einmal 20 Bogen selbstklebenden Spiegelkarton in Schwarz, in Silber, in Rot und in Gold. Und dann haben wir noch 20 Bogen von unserem wunderschönen Perlmutt-Effektkarton. Der ist beidseitig durchgefärbt und veredelt und der ist jetzt mal nicht selbstklebend. Das ist natürlich auch für manche Arbeiten mit Schablonen besonders schön. Und davon haben wir auch nochmal 20 Stück in dem Set und das Set kostet nur 18 Euro bis Sonntag bei uns. Also da auch zugreifen, das lohnt sich. Und Silvana zeigt jetzt einmal Schritt für Schritt, wie wir mit der Stanzfee arbeiten. So, hier sehen wir einmal die Stanzmaschine. Ich drehe die einmal zu euch. Wir haben hier so einen Griff, womit wir die transportieren können. Und wir haben hier drei unterschiedliche Knöpfe. Und zwar können wir den Stanzvorgang einmal nach vorne und einmal zurück auch bedienen. Und wir kriegen dazu jeweils noch vier Platten und zwei Magnetplatten dazu. Und alles, was ihr wissen müsst, ist eigentlich in der Anleitung immer mit dabei, die ihr dann in der Verpackung bekommt. Und zwar brauchen wir einmal eine Kunststoffplatte und dann brauchen wir eine Kunststoffmatte, die wir da drauflegen. Im Weiteren brauchen wir dann eine Metallmatte, die wir auflegen. Dann kommt schon unsere Magnetmatte und dann können wir schon unsere Schablonen einfach auflegen. Ich habe jetzt mal die Pusteblume genommen und wähle hier diesen Effektkarton, der diesen ganz tollen Verlauf hat. Lege das da drauf und tue oben drauf noch einmal eine weitere Platte. Und dann kann ich schon stanzen, drücke jetzt einfach auf den Knopf und schon macht die Maschine einfach alles von selber. Total super, oder? Und vor allem jetzt durch die Magnetschicht verrutschen ja auch die Schablonen nicht, ne? Genau, also man hat einen total festen Stand, das kann ich jetzt noch mal zeigen. Mhm. Vielleicht können wir einmal das von oben einblenden. So, haben wir die einmal ausgestanzt. So, können hier jeweils die Motive nehmen. Wir müssen, also die Platten kann man wirklich, also die Schablonen kann man wirklich schwer verschieben. Einfach die Platte ein bisschen hochheben und dann können wir die entnehmen. Und dann nehmen wir einfach eine Prickelnadel, ziehen das Motiv komplett raus, könnten das schon auf unsere Bastelarbeit aufkleben. Da habe ich hier auch schon eine Karte vorbereitet. Ziehe ich vorne, würde dann einfach Pusteblume aufkleben. Das heißt, ich ziehe die, gebe hier einmal ab. So. Das ist ja das Tolle. Wir haben ja extra für euch so viele selbstklebende Bogen mit in die Sets gegeben. In dem ersten Set sind ja alle 40 Bogen selbstklebend. Und das macht natürlich Spaß, auch diese ganz filigrane Pusteblume dann so schön flächig aufkleben zu können. Ja. Auch der Spruch, genieße die Zeit, ne, ist mit dabei.
Und wir haben ja noch eine zweite Pusteblume, die können wir oben drauf nochmal dazugeben und so ein bisschen hochziehen, die einzelnen Blüten. Dann hat das nochmal so einen tollen 3D-Effekt und hätten wir eine Karte fertig gezaubert. Oh. Christina schreibt viele Grüße aus der Quarantäne. Oh je, da sagen wir natürlich gute Besserung und ja, hoffen, dass es dir ganz, ganz schnell besser geht, liebe Christina. Andrea schreibt, hallo aus dem sonnigen Erfurt, bleibt alle gesund. Elisabeth schreibt, wäre heute ja lieber in Dortmund gewesen, aber die Gesundheit geht natürlich vor. Genauso sehen wir das auch. Wir haben uns auch alle sehr gefreut. Wir hatten ja auch eine Bühne in Dortmund vor Ort und natürlich einen großen Stand und werden aber im August dann bei dem Alternativtermin da sein und hoffen, dass wir euch da auch alle dann treffen werden. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon. Ja. So, ich habe jetzt die zweite Schablone nochmal hier aufgeklebt und werde nochmal einen zweiten Tanzvorgang durchnehmen, weil das so viel Spaß macht. Ja, das geht auch einfach so schnell und leicht. Packe ich die einfach jetzt wieder rein, genau. Ja, das bekommt jeder hin. Einfach auf den Knopf drücken und dann wird alles automatisch eingezogen. Es geht total schnell und das Tolle ist, dadurch, dass wir dieses DIN A4-Format haben, können wir jetzt auch mehrere Schablonen gleichzeitig stanzen und es geht wirklich wunderbar hier einfach ab. Mhm. Also ich muss wirklich nicht viel machen. Ich habe schon mein Motiv ausgestanzt. Wie schnell das jetzt, du musstest gar nichts machen. So ein bisschen hin und her wackeln und dann hat sich das alles schon automatisch gelöst. Das ist jetzt ja unser wunderschönes, unser Effektkarton aus dem Set Nummer 3, der beidseitig durchgefärbt ist und der eignet sich sehr gut für dieses Zierdeckchen, wenn man das zum Beispiel auch mal als Umschlag nutzt. Genau, ich könnte das jetzt hier einfach mit unserem Klebewabenabroller auf die Karte aufkleben mit einem tollen Hintergrund und würde dann nochmal ein 3D benutzen, das ich dann aufklebe. Schon hätte ich die Karte fertig. Wir können die Karte aber auch als Umschlag verwenden, und zwar indem wir, ich habe ein weiteres ausgestanzt, die Ecken einfach ineinander falten, dann ein bisschen mit Klebewabenabroller auch nachhelfen und schon hätten wir einen Umschlag. Da können Sie jetzt, könnt ihr jetzt alles Mögliche reintun, ob es vielleicht ein Gutschein ist oder liebe Grüße oder irgendwelche Tickets oder auch mal Geld. Da könnt ihr variieren, was ihr da gerne reintun. So ist das dann ganz einfach gezaubert. Super schön. Also auch gerade diese Idee mit den kleinen Umschlägen. Man verschenkt ja jetzt auch immer mehr zum Beispiel Gutscheine oder kleine Geldgeschenke oder so. Und da finde ich es immer schön, wenn man den Umschlag dann irgendwie selbst gestaltet und noch ein bisschen individuell und liebevoll macht. Und ich finde, das ist hier eine ganz, ganz tolle Idee. Ja, dann gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Set. Und zwar haben wir ein Set für euch, ein Ergänzungsset mit Klebematerialien. Da haben wir einmal 10 DIN A4 Bogen Klebefolie. Damit könnt ihr euch sämtliche DIN A4 Kartons selbstklebend gestalten. Also ihr macht euch einfach euer eigenes selbstklebendes Papier. Zum Beispiel auch Kraftpapier oder andere Papiere könnt ihr ganz schnell damit beziehen. 10 Stück sind in dem Set dabei. Plus unsere Klebefolienrolle, die ist 15 cm breit und 15 Meter lang, auch doppelseitig klebend. Und auch damit könnt ihr euch jetzt im Handumdrehen euer selbstklebendes Papier gestalten. Und wir haben zusätzlich in dem Set noch unseren Klebewabenabroller einmal mit dabei. Und damit könnt ihr zum Beispiel ja filigrane Schriften oder auch verschiedene andere filigrane, ja zum Beispiel die Pusteblume, super schön mit aufkleben. Und genau, da könnt ihr dann also richtig schön hier aus den Vollen schöpfen. Das Set hat die Artikelnummer 0118777 und die 19 und kostet bis Sonntag nur 15,30 Euro. Und Silvana zeigt jetzt einfach mal, wie schnell man sich selbstklebendes Papier gestalten kann und was man noch damit alles macht. Ja, ich habe mir jetzt mal den grünen Karton ausgesucht und nehme jetzt einfach hier die selbstklebende Folie und fange an, hier einfach in der Ecke das aufzukleben. So. Und dann könnt ihr einfach, ich zeige es mal so, die Folie nach und nach abziehen. Mal alles aufkleben. So.
Und das könnt, damit könnten wir jetzt weiter stanzen. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal einen Schmetterling, einen schönen Gruß. Nehmen dann hier. Helga schreibt, es ist schade, dass die Kreative ausfällt, aber die Gesundheit geht vor. Und so findet sie mal in einem warmen Monat statt, ist mal was Neues. Hoffe, dass wir alle gesund bleiben, passt alle gut auf euch auf. Das ist, finde ich, auch eine schöne Einstellung, einfach alles positiv sehen. Ne? Das ist doch jetzt mal was anderes im August und da freuen wir uns einfach drauf und machen jetzt das Beste aus der Situation, wie sie jetzt ist. So könnt ihr uns noch einmal sehen, jetzt sind wir genau. Noch mal auf Sendung. Es macht das ja auch immer wieder Spaß, hier zu sein. So, ich habe das jetzt hier einmal ausgestanzt und wir könnten das jetzt einfach hier entnehmen mit der Prickelnadel. Oh, die ist dir, glaube ich, eben runtergefallen. Ja. Ach, ich hatte die schon aufgehoben. Ach so. So. So, einfach das so ein bisschen runterdrücken. Zack. Hier so mal ein bisschen nach. Das Tolle ist, wir können zum Beispiel auch nur die Klebefolie verwenden, indem wir zum Beispiel Motiv ausstanzen und dann mit Glimmer drüber gehen. Das wollten wir auch noch mal zeigen. So. Denkt alle schön fleißig an das Teilen. Denn wenn ihr den Beitrag teilt, dann seid ihr automatisch bei unserem Gewinnspiel dabei und könnt am Ende der Show unsere elektrische Stanzfee gewinnen in einem Warenwert von 159 Euro. Mal was Besonderes. Stanzfee. So. Ich gebe hier das noch. Annette fragt, gibt es für die Maschine auch eine Prägematte? Genau, also zum Prägen komme ich gleich noch einmal. Das ist da ein bisschen anders. Und zwar benutzen wir nur die zwei Platten, die wir hier sehen, die Kunststoffplatten. Zeige ich euch auch nochmal genau, wie das funktioniert. Ja, genau. Alles Weitere steht aber auch immer in der Anleitung, die wir dann erhalten, sobald wir die Stanzmaschine nehmen. Alles Weitere erfährt ihr auch bei uns auf der Seite. Wir haben ein ganz tolles Video für euch, wo ihr nochmal nachgucken könnt, wie man genau stanzt, wie man genau prägt. Könnt ihr auch gerne immer reinschauen und dann die Anleitung. Ich hätte jetzt einmal fertig und würde das hier jetzt einfach mal aufkleben. Annette Braun schreibt, ich verwende die Zierdeckchen-Schablone beim Scrapbooking als Umschlag auf einer der Albumseiten als Überraschungsmoment. Toll. Super Idee. Absolut. Auch eine schöne. Immer wieder mit der Prickelnadel ein bisschen nachhelfen. Filigranere Motive dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber es macht ja auch Spaß, daran zu arbeiten. Ja, das ist ja auch das Schöne bei solchen Arbeiten. Man kommt zur Ruhe. Ne? Das kann man ganz schön entspannt zu Hause machen und dann ganz ordentlich. Schon mal fertig. Tiefer setzen, wenn es uns noch nicht ganz passend. So hätten wir schon unsere Karte fertig. Könnten zum Beispiel aber auch Schmetterling, den wir hier einmal ausgestanzt hatten, nur auf der Folie ausstanzen und den dann einfach aufkleben. So. Folie abnehmen. Silke fragt, hallo ihr Lieben, gibt es vielleicht auch bald eine Alphabetstanzschablone? Haben wir, glaube ich, in Arbeit sogar. Also wir sind dabei und werden sicherlich jetzt auch A4-Stanzschablonen machen, da wir jetzt die Stanzfee in A4 haben. Also da wird noch ganz viel in dem Bereich kommen, da könnt ihr euch sicher sein. Und ja, Zahlen und Buchstaben sind ja auch immer ein Riesenthema. Also da wird auf jeden Fall etwas kommen.
Marina schreibt auch, ich finde auch, dass Basteln verbindet. Das ist so toll. Liebe Grüße aus Berlin. Ach, schön. Haben wir ja auch schon gesagt, ne? Das ist jetzt einfach was, was jetzt auch jeder machen kann zu Hause. Und ob jetzt alleine oder mit dem Partner zusammen, mit den Kindern zusammen, das ist einfach eine tolle Beschäftigung für zu Hause. Ruhig, das lenkt ab. Heftig, das ist total toll. Man hat was zum Verschenken, man hat was zum Dekorieren, kann vieles dann anpassen. Auch sofort fertig mit dem Schmetterling. So viele filigrane Bereiche, die wir noch nehmen müssen. Ja, das ist auch eine schöne Arbeit. Dann. Aufkleben. Hätten wir die Karte fertig. Ich habe da jetzt noch, und du die Fragen gestellt hast, eine kleine Schrift mit vielen Dank. Ich habe das einfach mit dem Klebewarmabroller aufgeklebt und so hätten wir fertige Karte. War schön. Ja, und dann kann man natürlich auch nur die Klebefolie stanzen. Ne? Genau, das wäre auch möglich, dass man die einfach stanzen kann und das Motiv dann entnehmen kann und dann einfach noch ein bisschen mit einem Glitter drüber und schon hätte man das fertig. Und hätte auch noch mal ein Motiv, was man beglimmern könnte, was nochmal ganz anders wirkt. Absolut, auch eine super schöne Idee. Und jetzt zeigen wir euch das nächste Set. Und zwar, da wurde ja eben auch schon nachgefragt, nach Prägeschablonen. Und da haben wir auch ein Set für euch zusammengestellt. Und zwar mit unseren schönsten Hintergrund-Prägeschablonen. Da haben wir in das Set gegeben unsere Prägeschablone mit der Ornamentik 1. Ganz tolle Schnörkel sind dabei. Dann haben wir die Blätterranken. Die finde ich auch immer sehr schön, gerade für Hochzeiten zum Beispiel. Kommunion, Konfirmation, Taufe, da kann man viel mitmachen. Jetzt auch die ganzen Frühjahrsthemen. Die Ornamentik 2 ist mit dabei als Prägeschablone. Und einmal unsere wunderschönen Blumen. Und zusätzlich haben wir unser Transparentpapier mit in das Set gegeben. 10 DIN A4 Bogen in Weiß. Und die haben diese besonders gute, hohe Grammatur, 220 Gramm. Also sind richtig dick und perfekt zum Prägen geeignet. Und passend zu den Transparentpapieren haben wir unser Kraftpapier. Und da haben wir nochmal 100 Bogen Kraftpapier in A4. Und gerade die Kombination Kraftpapier und Transparentpapier sieht ganz toll aus, ganz edel. Und die Papiere lassen sich super schön prägen. Und wer die dann noch selbstklebend haben möchte, nimmt einfach das Klebeset, was wir eben gezeigt haben, mit dazu und kann sich die dann bekleben. Und dieses Set hat die Artikelnummer 011877 und die 20 am Ende und kostet heute und morgen und übermorgen bis Sonntag nur 17,10 Euro. Und Silvana zeigt jetzt nochmal, wie man mit der Stanzfee auch prägen kann und ja, wie ganz einfach das auch geht. Sehr toll, dass man bis Sonntag noch Zeit hat, jede Menge einzukaufen. Ja. So, ich habe hier einmal das Kraftpapier schon mal zurechtgeschnitten. Ich habe die Ecken ein bisschen abgerundet und würde das jetzt in die Prägeschablone geben. Wichtig beim Prägen ist, wir brauchen nur diese zwei Platten, das hatte ich eben ja auch schon mal gesagt. Dann nehmen wir die erste Kunststoffplatte unter die Schablone und die zweite über die Schablone und würden jetzt einfach mal, ich ziehe das Wasser, nochmal alles prägen. Mal ein bisschen zur Seite. So. Hier schon. Ja, vielleicht gehst du noch ein bisschen näher, genau, dann sieht man das noch mehr. Also gerade das Kraftpapier. Wow. Ja, sehr jetzt. Schön wow. Aus. Jetzt kommt es besser raus. Ja, super schön. Dann könnten wir uns einfach eine Karte mal gemacht. Martina schreibt ganz liebe Grüße und Hut ab, großartig diese Ruhe, selbst bei solch filigraner Arbeit. Danke für das Zeigen und nicht aufgeben. Ja, manchmal dauert es auch ein bisschen länger, aber das ist ja ganz normal. Basteln soll ja auch nicht zu schnell gehen, es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, Zeit vertreiben.
Ich finde das auch so schön, weil wir hier einfach wirklich auch die Zeit haben. Bei QVC haben wir die ja nicht so ausführlich und da muss ja alles ein bisschen schneller gehen und da geht alles zack, zack und das ist ja auch gut, dann kann man mehr Artikel zeigen, aber hier freuen wir uns eben auch, uns die Zeit nehmen zu können und auch mit euch in Austausch zu kommen. Das macht immer riesig Spaß. Kann schön in Ruhe arbeiten. Alles genauer noch mal zeigen. Ja. So, ich hätte jetzt meine Karte fertig. Ah, das gefällt mir auch Schwarze immer so gut. Karte. Da hast du die elastische Spitze wieder mit eingearbeitet. Und ich finde gerade dieses Weiße mit dem Kraftpapier auch immer sehr schön. Und auch den filigranen Ruß dazu. Der war ja aus unserem Stanzschablonenset aus dem ersten. Glückwunsch. Und da seht ihr wieder, man kann alles super schön auch miteinander kombinieren. Mal so ein bisschen hin und her, damit man das in der Kamera noch mal schön sieht, diesen tollen 3D-Effekt, diesen tollen Prägeeffekt, den diese Schablone wirklich gibt. Das gleiche könnten wir noch mal mit dem Transparentpapier machen. Dann nehme ich einfach meine andere Schablone, würde das noch mal hier reinlegen und eine weitere Karte verzieren. Und wo gibt es das schon? Geprägtes Kraftpapier, geprägtes Transparentpapier, wirklich so, wie ihr das möchtet, ganz individuell und zu jedem Anlass passend gestaltet. Oh, vergiss nicht, wir haben 10% auf alles, das heißt auch auf unsere gesamten Präge- und Stanzschablonen. Und Plus Versandkosten frei ab 30 Euro, Einkaufswert in Deutschland, ab 50 Euro in Österreich. Also wir haben extra für euch jetzt gesagt, das muss jetzt noch mal knallen. Wir wollen einfach für euch ganz, ganz viele Vorteile jetzt, wo die Kreativa nicht stattfindet. Und deswegen, ihr bekommt die 10%, ihr bekommt die Sonderset-Preise bis Sonntag, ihr bekommt Versandkosten frei und noch super Osteraktion auf unserer Startseite bei www.ideenmitherz.de. Ja, wir haben hier mit dieser Belichtung, sieht man das manchmal nicht genau so Vielleicht, sehr. wenn ich es ein bisschen kippe, dann sieht man das. So. Da sehen wir es nochmal Ja, richtig super. schön. Also ganz edel, ganz zart mit den Blättern da. Wow. Auch als Osterkarte einfach Dieses super schön. Transparentpapier hat immer so was Stilvolles, so was Elegantes. Sehr fein wirkt. Hier oben nochmal eine nette Schrift. Frohe Ostern. Oder ein kleines lieben Gruß und schon hätten wir die Karte fertig, ganz einfach gezaubert. Und zum Schluss haben wir noch ein Set für euch. Und damit könnt ihr Ordnung schaffen und alles zu Hause aufbewahren. Wir haben ein Set mit unserem Ordner in DIN A5 in Schwarz. Der ist richtig schön breit, da passt ganz viel rein. Ihr könnt hier die Seite auch nochmal beschriften. Da habt ihr auch das Herz von Ideen mit Herz noch mit dabei. Und könnt hier schön Ordnung schaffen. Wir haben zusätzlich zu dem Ordner unsere selbstklebenden Magnetbogen in Schwarz in DIN A5. 20 Stück sind insgesamt in dem Set dabei. Die sind auf der einen Seite selbstklebend, auf der anderen Seite magnetisch. Und damit könnt ihr euch jetzt perfekt eure ganzen Standschablonen abheften. Könnt aber natürlich auch ganz andere Dinge damit machen. Macht euch zum Beispiel einfach eine schöne Magnettafel für zu Hause. Und in dem Set sind zusätzlich noch unsere DIN A4 schwarzen Bogen. Das sind insgesamt, ich glaube, wie viel sind drin? 30, nee, 50 Stück sind es mit 300 Gramm, also richtig stabil. Die sind komplett schwarz durchgefärbt und lassen sich auch super stanzen mit der Stanzfee. Haben wir eben auch nochmal ausprobiert. Und da könnt ihr jetzt einfach dann zum Beispiel die in der Mitte durchschneiden und dann die Magnetbogen aufkleben und anschließend dann in den Ordner einheften und könnt euch so richtig tolle Ordner für zu Hause gestalten. Und das Set hat die Artikelnummer 011877 und die 21 am Ende und kostet bis Sonntag bei uns nur 19,80 Euro. Silvana zeigt jetzt einmal, wie schnell ihr so einen Ordner für zu Hause herstellen könnt. Ja, ich habe hier einmal den Dekokarton schon mal ins Format A5 zurechtgeschnitten. Muss man ja einfach nur halbieren und hätte dann jetzt die Magnetplatte, die ich hier aufkleben werde. Das machen wir genauso wie bei der Klebefolie. Und zwar fangen wir mit einer Ecke an. So. Das ganz langsam und vorsichtig und ziehen dann immer mehr
von der Folie ab. Und wenn ich erstmal einen Anfang habe, ziehe ich die Folie weiter ab und ziehe das hier nur noch runter. So, und hätte die Klebeplatte fertig. Würde das jetzt noch einmal lochen. A5. Gebe das dann hier. Moment, da habe ich schon einen Ordner vorbereitet. Zu. Und jetzt einfach meine ganzen Stanzschablonen hier ordnen. Die haben eine total starke Kraft, das heißt, die fallen nicht runter, die können sich nicht bewegen, die haben sie dann hier sicher. Und dann können wir auch immer wieder weitere Platten dazugeben und dann eine gewisse Ordnung dann auch schaffen. Ja, man hat so einen total schönen Überblick und es macht einfach Spaß, seinen Ordner rauszuholen und zu stöbern. Was will ich vielleicht heute für eine Karte gestalten? Was habe ich noch für Ideen? Man ist ja manchmal auch, dass man erstmal eine Idee braucht, ne? Und dann finde ich das immer schön, wenn man so ein bisschen blättern kann und dann, ach Mensch, ja, mit dem Schmetterling vielleicht irgendwie eine schöne Grußkarte. Und man kann den Ordner auch noch weiter verzieren. Die Ordner nochmal verzieren, beschriften, genau zu sagen, was da genau drin ist. Jede Menge unterschiedliche Möglichkeiten zu sagen, das ist da drin. Könnten jetzt auch auf jede Magnettafel aufschreiben, welche genauen Stanzschablonen wir da drin haben. Vielleicht nach Jahreszeiten sortieren oder nach bestimmten Anlässen und Themen, nach Schriften und Motiven. Auf jeden Fall. Schaut auch mal bei uns auf der Seite. Wir haben ja so viele Stanzschablonen und ihr bekommt ja 10% auf alles. Auf alles bis Sonntag. Also auch schöne Osterschablonen zum Beispiel. Wenn ihr jetzt noch eine Osterkarte verschickt. Also da einfach mal bei www.ideenmitherz.de stöbern. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier noch einmal die Muster an, die wir für euch noch aufgebaut haben auf dem Tisch. Und da haben wir einfach auch nochmal mit verschiedenen Schablonen gearbeitet. Hier zum Beispiel einfach mal auch eine schöne Osteridee mit Liebe gemacht. Bei den Schmetterlingen zum Beispiel sehr gerne mag. Ich klebe immer die Mitte nur auf und klappe die Flügel ein bisschen hoch. Dann wirkt das nochmal so, als würden die fliegen und als würden die sich so frei im Pastellmuster bewegen. Ja, das stimmt. Als würden die gerade so landen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine kleine Schachtel gestaltet zu Ostern. Ganz edel, so ganz stilvoll und haben hier ein filigranes Zierdeckchen, das wir als Stanzschablone haben, in den Hintergrund gesetzt. Hier zum Beispiel auch noch tolle Grußkarten, auch nochmal mit einem Zierdeckchen, das wir dann noch hinterklebt haben und dann in 3D-Technik auf eine Grußkarte gesetzt haben. Und da vorne sehen wir auch nochmal ganz toll einen geprägten Hintergrund. Da die lieben Ostergrüße, das ist wieder eine Schriftschablone mit unseren goldenen, mit unserem goldenen Karton, mit dem Spiegelkarton. Da sieht die Schrift auch immer sehr elegant aus. Passt aus wie so ein Sticker dadurch. Hier haben wir nochmal einen Umschlag, den können wir auch nochmal öffnen mit so einem Klettverschluss, können da was rausholen, herzliche Grüße, dann weitergeben, hier nochmal ein gepflegter Hintergrund, dann nochmal ein Dankeschön, auch nochmal ausgestanzt mit unserem Karton, dann können wir hier mit unterschiedlichen arbeiten, einmal mit dem Kraftpapier, einmal mit dem Transparentpapier dann hinterlegen und dann noch schon so eine tolle Bordüre dahinter setzen. Oder einfach den Hintergrund ein bisschen prägen, anderen Karton nehmen. Hier haben wir nochmal eine Bordüre zu Ostern mit fröhlichen Ostergrüßen. Ganz tolles, wir können natürlich auch so Schachteln zaubern mit unserer Stanzmaschine, die einfach zusammenfalten. Da gibt es auch eine Prägeschablone. Dann jede Menge weitere Muster zaubern. Prägeschablonen, Prägehintergründen und dann nochmal einen tollen Gruß immer dahinter. Und dann schauen wir gerne auch nochmal in den Hintergrund, was wir hier noch für euch dekoriert haben. Da haben wir einmal hier noch die Schachtel mit diesem niedlichen Osterhäschen. Das finde ich ja auch so süß, die Stanzschablone. Da steht auch nochmal frohe Ostern drauf und das lächelt uns hier richtig an, das Häschen. Also auch niedlich, eine ganz, ganz schöne Idee. Und dann haben wir hier oben noch das Holzei. Das kann man auch einfach mal verzieren, zum Beispiel mit einer schönen Stanzbordüre und dann auch wieder einem Gruß. Und auch die Elfe sitzt hier noch davor. Und dann haben wir da bei dir, Silvana, die Blumen, die man sehr schön so verschenken kann. Genau, eine Blumentasche ein bisschen verändern, zum Beispiel mit dem Kraftpapier arbeiten, einen netten Gruß dazu und dann vielleicht ein Geschenk noch in die
Tasche geben, dann vielleicht auch mal so eine Schatztruhe ein bisschen aufpeppen mit Bordüren, mit einem lieben Gruß, oben drüber auch nochmal weiter verzieren das Ganze. Natürlich, was auch sehr beliebt ist, sind unsere Styropor-Torten. Damit könnt ihr auch ganz tolle Verzierungen zaubern, indem ihr einfach mal Bordüren aufklebt, unterschiedliche Schichten dann macht, auch nur Teilbereiche der Bordüre ausschneidet und auch mal aufklebt. Könnt ihr dann jede Menge unterschiedliche Muster zaubern. Also wenn ihr Lust bekommen habt, dann greift zu. Die Stanzfee gibt es jetzt bis Sonntag für 10% Rabatt, also für nur 143,10 Euro bei uns. Wir haben ganz, ganz viele tolle Angebote. Schaut da bei uns auf der Seite. Und wir zeigen euch jetzt noch einmal die Grafik, wo wir noch Empfehlungen für euch haben, die wir euch hier gezeigt haben. Zum Beispiel das Deko-Ei aus Holz, was ihr im Hintergrund gesehen habt, was wir noch verziert haben. Die Prickelnadel ist super zum Arbeiten mit Stanzschablonen geeignet. Wir haben verschiedene Stanzschablonen. Die Schmetterlinge habt ihr hier überall fliegen sehen. Die sind immer super. Verschiedene Faltboxen haben wir. Dann die Geschenktaschen für Pflanzen. Das finde ich ja eine super tolle Idee. Und da dann einfach noch einen kleinen Umschlag davor gesetzt. Dann die Schatztruhe, die Silvana gerade noch gezeigt hat. Die Baumscheibe, die hatten wir hier vorne auf dem Tisch stehen. Auch mit den Schmetterlingen, mit Rinde. Die sind ganz neu bei uns im Shop. Und die Styropor-Torten, die sind ja sowieso unser Klassiker und für sämtliche Anlässe super schön zu dekorieren. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt noch die nächsten Termine an. Wann seht ihr uns wieder? Heute bei QVC ist meine Mutter gleich auf Sendung. Der Bastelclub verschiebt sich heute etwas. Der startet heute um 18 Uhr, dafür mit einer Doppelstunde auf QVC 2. Und danach geht es direkt noch mit einer Doppelstunde Bastelpremieren mit Andrea weiter von 20 bis 22 Uhr. Dann die nächste Woche am 25.03. geht es weiter mit Karens Bastelclub wie gewohnt um 15 Uhr, allerdings auch mit einer Doppelstunde auf QVC und abends dann von 18 bis 20 Uhr Karens Bastelideen mit Herz auf QVC 2. Die nächsten Messen entfallen leider, genau wie die Kreativa. Da schaut gerne auf unserer Seite auf www.ideenmitherz.de bei TV und Termine und Messen und da haben wir dann nähere Informationen. Und die nächste Facebook-Live-Show, die ist in anderthalb Wochen am Montag, am 30.03. wieder wie gewohnt um 14 Uhr. Und da haben wir das Thema alles rund um Perlen und Schmuck. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder dabei seid. Und es war sehr schön, dass ihr auch heute an unserem Sondertermin mit eingeschaltet habt, dabei wart. Ihr habt auch wieder so viele nette Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns riesig. Ja, danke dir, Silvana. Es hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Ja, es macht immer wieder Spaß. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Und jetzt wird es ja nochmal spannend, weil ihr habt ja fleißig geteilt und mitgemacht bei unserem Gewinnspiel. Und es geht ja nun um die Stanzfee. Wer gewinnt sie? Wir haben einen Gewinner und es ist Christian Helfrich. Herzlichen Glückwunsch, lieber Christian. Ganz viel Spaß mit der Stanzfee. Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns auch Bilder schickst an Facebook @ideenmitherz.de, wenn du damit gebastelt hast. Dann würden wir die gerne auch beim nächsten Mal zeigen. Und jetzt sagen wir erstmal einen schönen Tag für euch noch und ja, bleibt gesund. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.